Aber es gibt keinen oder nur ganz wenig wirklich offizielle Gemeinsamkeit an dieser Stelle. Es gibt sehr wenig Zentren in Deutschland, die das gut miteinander verbinden. Das heißt, eine wirklich gute, standardisierte Therapie, wie sie heute sicherlich sehr sinnvoll und richtiger ist in der Onkologie, eben zu verbinden mit anderen Ansätzen und vor allen Dingen damit zu verbinden, dass der Patient sozusagen letztlich so weiter das irren kann, immer noch die Regie führt und dass ihm nicht Dinge versprochen werden, die nicht zu halten sind, ob das eine Endstage-Chemotherapie ist, die am Ende dann sehr schnell zum Tod führt unter Umständen, aber vielleicht bessere Werte zutage fördert auf der einen Seite, ob es auf der anderen Seite irgendwelche schrägen Heilsversprechungen, irgendwelcher Quacksalber sind, vor denen wir die Patienten genauso schützen müssen. Aber es gibt da eine ganz breite Mitte dazwischen und ich glaube, die hat damit zu tun, dass die Beteiligten miteinander sprechen müssen. Und da möchten wir als Verband dazu beitragen, das zu tun. Ja, das ist interessant. Also ich würde das mal vielleicht eine ko-kreative Medizin nennen. Eine Medizin, in der gemeinsam eigentlich auf die Zukunftsmöglichkeit des Patienten geschaut wird. So würde ich das mal nennen. Ich würde Gesundheit immer von der Zukunft her sehen, sondern hier geht es auch um Einfühlen und so etwas, was ich sagen würde, heißt Deep Listening, also tiefes Zuhören, um dahin zu spüren, was das Potenzial auch des Patienten ist. Also wo er in seinem Leben vielleicht auch in der Vergangenheit schon Auswege nach vorne gefunden hat. Denn für Angehörige gibt es ja ganz wenige Strukturen. Die gibt es ja eigentlich in dem Sinne im Gesundheitswesen gar nicht. Und es wäre natürlich in onkologischen Praxen zum Beispiel, um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, müsste man eigentlich Angehörigengruppen bilden, müsste man Angehörigeninformationsabende machen, das passiert vereinzelt, aber müsste viel öfter und es müsste meiner Ansicht nach regelrecht zur Kassenleistung werden, weil das so einflussreich ist im Hinblick auf das, was letztlich für den Kranken dann am Ende relevant wird. Ich würde auch das demokratischer denken. Ein bisschen weg von dem reinen, ich muss das jetzt hier alles immer machen und organisieren, sondern stärker eigentlich auch netzwerkartig. Ja. Wo sind die Menschen in meinem Patientenklientel, die vielleicht eine heilsame Erfahrung gemacht haben und die davon berichten können? Oder die vielleicht sogar selber bereit sind, vielleicht mit meiner Hilfe oder mit der Hilfe eines Dritten oder einer Dritten eine kleine Zusatzausbildung zu machen und selber vielleicht aber unter dem Dach meiner Praxis eine kleine Gruppe anzubieten.